Wir sind in Rom, Stadtteil Tiburtina. Und Francesca De Fazi spielt auf. Blues und Rock live in der ewigen Stadt. Mit ihrer Band Blues Excess ist Francesca De Fazi eine feste Größe in der römischen Musikszene. Beinahe Nacht für Nacht spielt sie in den entsprechenden Treffpunkten auf, mit einem Mix aus bekannten Hits und selbst komponierten Songs. Das Künstler- und Studentenviertel Trastevere, das ist Francescas Stadtteil. Hier wurde sie geboren und hier begann auch ihre Musikerkarriere. In Trastevere fühlt sie sich nach wie vor zu Hause, auch wenn sich hier in den vergangenen Jahren vieles verändert hat. Für die Appartements, hier auch halb verfallene, zahlst du glatte 700.000 Euro für 40 Quadratmeter. In Rom ist die Musik überall, aber das Leben für die Musiker ist alles andere als einfach. In den Lokalen gibt es immer Probleme wegen der Gagen, sie zahlen wenig. Es gibt immer Schwierigkeiten wegen der Verstärker, denn es gibt immer eine Alte vom Stockwerk drüber, die will, dass du leiser machst. Diese Alte gibt es immer, in jedem Lokal. Das hier vorne ist der Platz, wo es die fettesten Tauben von Rom gibt. Das ist Santa Maria in Trastevere. Hier bin ich auch aufgetreten. Auf den Treppen da und da hinten auf einer Bühne. Es ist tatsächlich schwer, in Trastevere einen Ort zu finden, an dem ich noch nicht gespielt habe. Auch da hinten ist ein Lokal, in dem ich viele Konzerte gegeben habe. Was soll ich sagen? Rom ist schön, aber für die Musik ist es problematisch. Francesca auf dem Weg ins Tonstudio. Auf der Suche nach dem echten Blues war sie auch in London und Los Angeles unterwegs. Eine Zeit, die sie musikalisch geprägt hat. Schließlich ist sie aber doch zurückgekehrt. Ihre besten Freunde und Kollegen sind immer noch hier. Ciao ragazzi, allora. Oh, Franceschina, come stai? Bene. Allora? Ciao, Rollo, venivo chitarrista. Posto. Fai le prove? È pronto, tutto a posto? Tutto a posto. Oh, vado perché sto ritardando. Allora, buon lavoro. Dopo, grazie. Ciao, ciao. Ciao. Ich singe eigentlich lieber auf Englisch, weil das besser zu diesem Rhythmus, dem Groove des Blues passt. Ich habe zwar auch auf Italienisch geschrieben mit Texten, die gut angekommen sind, aber Italienisch ist eine komplizierte Sprache. Das swingt nicht besonders gut. Heute hält die Römerin Francesca musikalisch einer amerikanischen Interpretin und Blueslegende ganz besonders die Treue. Deren Songs gehören zum festen Repertoire aller ihrer Konzerte. Francescas Idol heißt Janis Joplin. Kreative Pausen gönnt sich Francesca nur wenige. Sie hört, fühlt und komponiert andauernd. Gibt es da vielleicht noch einen Traum?
Ma un sogno sarebbe un disco da registrare a Los Angeles. Ein Traum wäre, eine Platte in Los Angeles aufzunehmen. Ja, dorthin zurückzukehren für so ein Projekt, wer weiß. Jetzt aber wollen wir erstmal hier ein Album aufnehmen, hier in Rom. Und das ist offen gesagt auch schon ein hochgestecktes Ziel. Du hast mich nach einem Traum gefragt. Einen anderen weiß ich nicht. Machen wir eins nach dem anderen. Un altro non lo so. Facciamo uno alla volta, dai.